Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Die wahrscheinlich letzte Aufnahmesession, weil ja, ich habe das Spiel gerade geladen. Ich bin bei 89% und ja, ich habe alle Klamotten schon seit dem letzten Part und ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent ist hier noch übrig von dem Planeten? 6. Also ja, ich glaube nicht, dass hier noch so viel noch kommt, ne? Oh doch, da ist noch ein kleines Gebiet, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wird heute die letzte Aufnahmesession, einfach nur, weil ich muss jetzt keine Truhen mehr suchen oder so, weil ich habe ja schon alles und ja, wird jetzt wahrscheinlich nur ein, weiß ich nicht, ein langes Durcheinander auf dem Weg zum Ende des Spiels und ja, ich guck mal, was noch auf mich wartet, ne? So, wir müssen hier mal berühren und dann gucken wir mal. Hi Meister, du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracker verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Okay. Okay, ich muss gegen dich kämpfen. Ich habe aber keinen Lebensbalken, also. Verehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit tötet den Pfad. Okay. Ja, hab schon gedacht, so ein bisschen symbolischer Kampf nur, und da sind zwei von diesen Typen einfach aufgetaucht. Keine Ahnung, hat mich irgendwie voll an Final Fantasy 4 erinnert. Als Cecil irgendwie hier vom Dunkelritter zum Paladin aufgestiegen ist. Wo man eigentlich gar nicht kämpfen musste. Oh, ich dachte, ich war schneller. Nein, ich habe dich geschubst. Ja. Kannst aber versuchen. Warum sind diese Typen so stark, ey? So, komm her. In die Fresse. Ah, ich bin doch. Okay. Hat schon wieder sehr gut angefangen. Au, wat? War ich schon mal erwähnt, dass die Gegner auf diesem Planeten hasse. Komm mal her. So. Okay. Ich muss ja jetzt eigentlich gar nicht mehr hier. Wir könnten ja immer noch, weiß ich nicht, so Echos oder so hier rum liegen irgendwo, ne? So, das verwirrt mich jetzt schon wieder. Da muss ich nichts, nehme ich meinen, ne? Also gehen wir mal hier. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwie so ein Samen hier. Ugh. Weil irgendwie sieht das so aus, als wäre da irgendwie so eine Lücke hier in diesem, wo nennt man das, Terrarium.
Sieht irgendwie so aus, als könnte dann so eine Pflanze irgendwie dazwischen passen. Schon einfach passt, aber pff, mir ist auch egal. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Und keine Ahnung, solange ich jetzt nicht irgendwie, weil nicht irgendwie ein Ende oder irgendwie so ein spezielles Ende bekomme, wenn ich irgendwie alles finde oder so. Das sehe ich ja jetzt nicht wirklich, ob ich jetzt alle Dateneinträge oder alle Pflanzensamen oder so finde. Habt ihr mal gesehen, wie groß die Planeten sind? Ich renne noch nicht. Ich tue nicht jetzt hier jeden einzelnen Planeten um abgrasen. Die sind riesig. Und ich muss alles zu Fuß laufen, also ne, da tue ich mir nicht an. Tue zwar gerne meine Spiele ja 100% komplettieren, aber ist mir ein bisschen zu dämlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich könnte ja nachgucken, aber da wird mir den Weg auch nicht ersparen, nicht durch die ganzen Planeten hier durchrennen muss. Also ja, von daher. Oh. Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Mary, richtig? Nein, stehe ich. Bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Taren Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt. Ich bin wohl einer der letzten meiner Art. Irgendwie nicht. Verraten von denen, die uns beschützten. Was? Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Vader? Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Mein Arm ist einfach durch den Umhang geglitscht. Durch den Poncho, Entschuldigung. Verschwinden wir von hier. Oh Gott. Das Zeug. Oh nein, wartet schon die ganze Zeit jemand. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Ich nehme an, die hat vom Vader hier gesprochen, ne? Obwohl, als sie noch ein Kind war. Ja, okay, macht doch eigentlich Sinn, ne? Was ist das, der Typ da hinten? Ja, ne, wo ist Vader eigentlich während dieser Zeit? Der hat doch jedes gejagt, ey. Müsste eigentlich auch hinter mir her sein, ne? Ja, ist er wieder hier so eine. Oh ja. Mord an den eigenen Leuten. Weiß nicht. Ist er wieder hier so. Wie nennt man das hier? So eine Original Character Story, sag ich mal. Also ja nicht mit dem Film kreuzen. Wo je. Ja, okay, jeden hat das ja wieder was anderes. Das ist ja nicht mehr kennen. Da kam ja Luke auch am Ende immer vor. Ja, nicht am Ende. Er hat ja seine eigene Akademie und so gehabt. So, du, so, wenn ich verrecke, muss ich diese beiden Typen schon wieder erledigen, ne? Ich muss ja jetzt wahrscheinlich gegen dich kämpfen, oder? Nein, ich mach. Hi. Boah, ich wollte gerade Schub einsetzen. Wollte mal gucken, ob das funktioniert. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schon mal Stärke.
mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Was der Typ da auf der Brust hat, ne? Diesen Kreis mit diesen zwei Strichen. Das sieht aus wie hier diese... Aber es ist nie vorbei, Malikos. Das Lichtschwert, was die eine hat. Und können dazu lernen. Zweite Schwester. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazu lernen. Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Gott. Oh, rote Lichtschwerter, wie? Weil ich ihn dir soll ich trauen. Ich habe so eine sehr schlechte Erfahrung mit zwei Schwertern von diesen Auslöschungstropplern, also ja. Ah, pf, der hat dann abgewehrt, ey. Noch mal. Der eine auf Darth Trayer oder was? Ja, super, ich kann nichts gegen den einsetzen. Ach man. Aber da war blöd abgetimt. Ja, ich glaube auch. Ach man. Komm, kämpfe, wenn du es wagst. Gut, besser, ey. Ja, ich habe schon wieder noch 5 Dinger. Komm her. Was ein Ausdauer weg. Nein. Das schaffe ich doch nie im Leben, ey. Du bist schnell. Bemerkenswert. Aber ich dachte, immer wenn ich denke, ich habe den raus, ne? Hör auf damit. Das wie dieses Taunt-Kommando aus Jedi Knight. Haben die auch irgendwie ihre Lichtschwerter immer so in die Hand gedreht. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Okay. Und geschafft, so gut wie nicht getroffen zu werden. Aber pariert. Boah, ich hab doch. Du bist ein schnell. Bemerkenswert. Was? Gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, ich habe geblockt. Was jetzt? Warte mal, verbraucht den sein Ausdauer gerade. Au! Ja, ich bestimmt zurückballern können. Jetzt aber. Oh, nein. Alter. Ausweichen wird dich nicht retten. Und werf noch mal einen Stein oder so auf mich. Nein. Nein, was? Ehrlich? Oh, jetzt habe ich keinen Dings. Na, oh, du. Das habe ich nie im Leben. Ey. Ah, ich bin so weit. Boah, ich hatte gar keine Abhebe. Oh, was? Das ist echt unfair. Ey. Du kannst ja gar nicht treffen, wenn die ihre Abwehr hier nicht ihre Ausdauer wegkam. Ey. Oh, warte mal, hat funktioniert. Glückstreffer. Nein, nee. Brauche ich definitiv noch einen zweiten
Okay, manchmal treffe ich den, aber da muss der irgendwie im Angriff sein oder so, habe ich so Gefühl. Oh. Oh Gott. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Bitte sag mir, jetzt kommt ein Checkpoint oder irgendwie sowas. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Noch bist du nicht tot. Ja, aber gleich, ich habe keinen Stimpack mehr. War ja sehr gut inszeniert, aber ich bin jetzt tot. Nur Feiglinge rennen weg. Ja, der war gut. Ich mache aber keinen Schaden gegen den. Nein, zu weit. Na, ach komm schon. Oh, was? Ja, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe. Entschuldigung, aber. Nee. Kannst du mich wieder beleben? Nein, okay. Okay, ja. Gut. Aber geht schon. Wird schon irgendwie klappen. Ich lerne die immer erst zu spät, ey. Ging noch so, weiß ich nicht, am Ende ging das schon viel besser, aber dann ist mir auch die Macht und die Stimpacks sind also weit ausgegangen. Aber okay. Wird schon, boah, jetzt muss ich aber wieder den ganzen Weg dahin rennen, ey. Und ich habe meine Skillpunkte, oh. Warte mal, das ist nicht schlecht. So. Oh, super. Hier ist jemand. Er zittert vor Angst. Geh weg. Verliert ihn nicht aus den Augen. Danke. Hm. Ja, da hätten sie aber ruhig noch so einen kleinen Speicherpunkt hier hinpacken können. Ey. Angst vor uns. Ja, aber ich habe keine Zeit, gegen euch zu kämpfen. Hm. So. Gut, versuchen wir noch mal. Nichts nutzt. Ich würde dich jetzt gerne mal anhalten. Ausweichen. Weil jetzt kriege ich meine Macht nämlich zurück. Nee. Ich bin zu schnell für dich. Jetzt nicht mehr, nee. Okay. Ich muss mehr Macht einsetzen. Ach, ich Idiot. Ich muss mehr Macht einsetzen. Einfach nur. Nein. Du wirst mich nicht besiegen. Damit sich meine Stimpacks ja lohnen einzusetzen. Ja, komm her. Ich hab dich jetzt raus, mehr oder weniger. Was bringt Parieren eigentlich? Tut das irgendwie die Ausdauer ein bisschen von denen senken? Irgendwie habe ich nie genug Zeit, irgendwie den Schaden zu machen oder so. Das verstehe ich unter Parieren irgendwie. Die für ein paar Sekunden irgendwie schutzlos sind. Au! Du bist ein Nichts. Na, Dreck. Ich dachte, ich konnte den da. Komm her. Nein. Oh doch. Mach das doch mal. Okay. Na, da war ich zu gierig. War für jetzt schon viel besser. Nein. So. Guck mal, ich habe noch kein einziges Ding weg eingesetzt. Ich habe keine Macht. So, ich muss mich heilen. Okay, komm her. Ausweichen würde ich nicht selbst. Super. Ah. So, heil mich mal.
Oh, ich wusste es. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob das Schaden gemacht hat. Ah. Toll. Hilfst du mir mal, Mini? Oh, immer wenn ich da. So, komm her. Ich war schon in der Kombo drin, richtig. Mal Richtung einen Angriff ab, komplett. Nein, geh weg. Nein. Noch ein Stimmt. Oh Gott. Oh mein Gott, wie der guckt. Nein, ich dachte, ich krieg den Kopf. Freie Treffer hier. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. Ich auch, ey, Kollege. Ich sollte mal versuchen, diese drei Dinger da zurückzuwerfen. Nein. Oh Gott, habe ich nicht gesehen. Oh, danke. Ah. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Hey. Ey, ich hasse das, wenn ich. Oh. Ich kann mich doch nicht jetzt mal heilen, wenn ich irgendwie nur halbe AP oder so habe. Dann lande ich dann wieder am Ende hier mit einem Stim oder so. Und dann kommt er wieder einmal so durch hier mit so einer krassen Combo und ich bin zu langsam, mich zu heilen. Ey, ich habe mich doch schon, nämlich reingespritzt, ey, Kollege. Muss doch jetzt nicht irgendwie, weil nicht. Ich fand also, ich hätte mich da heilen müssen schon. So. Nochmal. Seht mal dort. Ihre Stäbe waren gerade in ihrem Kopf, glaube ich. So. Hey, hey, hey. Ich würde ungern meine Erfahrungspunkte verlieren an dir. Nein, geh weg. So, diesmal schaffe ich dich. Pass auf. Heile ich mich eben, wenn ich irgendwie noch halber AP ab. Aber dann habe ich am Ende wieder keine Stims. Da ist immer das Gleiche dann. Komm her, halt du. Du bist erbärmlich. Boom. So eigentlich. Oh Gott. Aber ich mache einfach den hier ein paar Mal. Ich kann eigentlich die ganze Zeit nur kontern, ne? Auch ein paar Kombos. Ja, komm, du hast keine Ausdauer. Was? Ja, danke. Ich dasche. Ja, tut ein bisschen Dingens hier senken sich gerade. Das war gar nichts. Die Ausdauer. War ein gut inszenierter Kampf. Ich hab auf jeden Fall Bock. Ah, heilen. Wie taunten. Nur Feiglinge rennen weg. Mach ich doch gar nicht, ey. Du bist nicht stark genug. In die Fresse. Ich wusste es. In die Fresse. Und heilen. Weil Zeugs passiert. Können die Gegner mich eigentlich auch parieren? Also hat das irgendwie, weiß ich nicht. Aua. Irgendwie Ausdauer irgendwie wegmacht.
Oh, ich konnte den. Ja, ich verstehe, weil er nicht mehr so viel Dings hatte. Okay. Also er konnte halt abwehren, aber pass auf. Ausweichen würde ich nicht retten. Ich hab's kaum gespürt. Nein. Greif an. Komm schon. Macht aber Bock der Kampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Da, hör auf damit. Nein. Okay, der ist irgendwie schutzlos. Eine kurze Zeit danach. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Oh, ich bin. Mist dich. Ah, du. Ah, hab ich gut abgetimt, was? Oh, ich denke immer, der ist fertig mit seinen Angriffen, ne? Ausweichen würde ich nicht retten. In die Fresse. Oh Mann. Mach das noch. In die Fresse. Oh. So. Oh Gott. Kann der weit springen? Oh nee, nicht treffen, niemals. Damit ist. Gott. Na. Ich weiß nicht. Ich auf den Kopf gelandet. In die Fresse. Lasse nicht zu, dass du mich niederst. Boah. Nein. Hierher, bitte. Das war gar nichts. Nein. Koppel, oh, heilen, 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 heilen. Ha. Oh, und da macht er einfach. Oh, ich hasse da, wenn ich die Gegner angreife. Ey, ey. Hab den volle Möhre damit getroffen. Duh. Nein. Boah, ich hasse halt, wenn ich die angreife und die machen trotzdem mit ihren Angriff weiter. Chill doch mal. In die Fresse. So. Ein paar Mal den machen, dann ist er auch weg. Boah. Au. Okay, gutes Timing. Das gibt's jetzt nicht, ey. Nein, 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 nicht schubsen. Oh. Jetzt gehen wir schon wieder die Stims aus. Ich krieg die Krise. So, ein paar Mal mit denen hier. Da. Jetzt aber. Lohnt sich überhaupt nicht, ey. Nein, nein. Der hat doch keine Ausdauer mehr. Komm. Komm in die Fresse. So, jetzt noch einmal anhalten. Komm, ich weiß genau, wie ich das jetzt mache. Oder so. Ich Glück habe. Er macht keinen Schaden. So, komm her. Mach irgendeinen Angriff. Los, komm. Und jetzt. Huja! Sehr gut. Oh Gott. Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Krass. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Oh. Ich wusste, er führt nicht irgendwas. Gut, noch 30 Minuten. Hat ich finde, das ist ein guter Abschluss nach so einem Bosskampf. Also, ja, gut, dann würde ich sagen, ich bin Part hier. Ne? So gesagt, jetzt immer so 40 Minuten, aber dann war jetzt schon ein bisschen zu krass. Muss ich mal ausruhen von diesem Kampf. Und ja, guck mal, was wir hier noch lernen können: Lichtschwertwurf. Ne? So, L1 und Dreieck. Das will ich nicht.
So, gehst du mal. Hallo? So. Ja, nein, Lichtschwertwurf. Hätte vielleicht nützlich sein können, so im Laufe des Spiels, aber ja, gut. Gut, ich bin Partier. Und wir gucken da mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.